Die Polizei hat heute Vormittag den sogenannten Sondereinsatz Drogenfahrten in Viersen durchgeführt. Auf dem Parkplatz der Feuerwache wurden Verkehrsteilnehmer daraufhin kontrolliert, ob sie unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Rund 30 Polizeibeamte aus verschiedenen Kreispolizeibehörden nahmen an der Aktion teil. Festgestellt, definitiv mit Drogen im Blut haben wir 7 Fahrzeugführer. Teils mit Wischtest, teils mit Urintest, je nachdem, was gerade passte. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, hatten wir leider so mit rechnen müssen. Die Drogenfahrer, die erwischt werden, werden mehr. Nicht zuletzt dadurch, dass wir intensiver kontrollieren, die Mittel, die uns zur Verfügung gestellt werden, auch besser werden. Und hoffen, dass dementsprechend auch natürlich die Fahrzeugführer, die unter Drogen fahren und dann Verkehrsunfälle verursachen, auch entsprechend weniger werden. 6 von den Fahrern hatten zuvor Cannabis konsumiert. 3 davon standen zusätzlich unter Amphetamineinfluss. Ein 49-Jähriger nahm vor seiner Autofahrt Kokain. Zu weiteren Delikten kam es zusätzlich: fehlende Fahrerlaubnis, Handytelefonierer, Gurtsünder und Autos mit heruntergefahrenen Reifen.